110. He's like, no. For this price, I give you Suzuki. Ja. Okay, ist gut. Habe ich eine Reisleiterin geschrieben, ich brauche ein Auto. Ja, was für Kategorie? Da gibt es A, B, C, D, E, F, G, was auch immer. G ist, glaube ich, dann Mercedes AMG, Gelände. Selbst der wäre nur 130 gewesen, aber dann habe ich halt für 75 Euro einen Fiat Punto gemietet. Ja, hat seinen Dienst komplett getan. Und ja, und somit bin ich dann durch die Insel gecruised. Dem Ding. Aber wie gesagt, eben, es gibt da eben Leute, die sind scharf auf dein Geld. Also ich war ja zum Beispiel auch am letzten Abend war ich mit meiner Freundin in der Shisha-Bar. Ein Shisha-Dampf, ein Getränk. Und eigentlich denkst du dir ja so, in der Schweiz kostet eine Shisha 20 Franken, ein Red Bull 6 Franken. So. Ja. Also eigentlich stolze Preise. Also eigentlich normal, für uns Schweizer ist das normal. Wir bezahlen auch für Wasser 6 Franken. Also von dem her, wir sind eh die dümmsten Leute, die es gibt. So viel wie wir bezahlen und so wenig wie wir eigentlich verdienen. Und jeder sagt, hey, Schweizer verdient ja auch genug viel. Ja, wenn man aus Deutscher Quellensteuer bezieht und in der Schweiz arbeitet, dann ist es viel. Aber als Schweizer Einheimische, der nicht Quellensteuer bezahlt, sondern die volle Härte der finanziellen Einschränkungen oder der finanziellen Sache, die er abgeben muss, spürt, für den ist es was anderes. Auf jeden Fall war ich dann da mit meiner Freundin in der Shisha-Bar, was am Strand, wunderschön, also wirklich zu empfehlen, so am Strand ein bisschen eins trinken oder so, ist immer geil, immer nice, wirklich cooles Ambiente. Kam der mit der Shisha. Also die Shisha war 1A. Ich habe selten so gute Qualität von der Shisha gehabt. Okay. Wenn man es jetzt aber aus der geizigen Perspektive anschaut, dann war es jetzt so. 20 Euro eine Shisha. Die hält ungefähr... Ich will niemanden so animieren zu rauchen oder so. Um Gottes Willen, das ist gar nicht gesund. Aber jetzt nur mal, um das klarzustellen. Eben... Eine Shisha hält ungefähr eine Stunde. Ja. Im Kopf, je nach Zubereitung kratzt er früher. Und wenn er nicht kratzt, dann hat man den Tabak so da reingepfercht, dass er nicht anbrennt, was ja eigentlich von Vorteil ist, weil wenn er angebrannt ist, dann hast du mehr schädliche Schadstoffe in deinem Körper. Das ist auch super, oder? Die Shisha war okay, war nice. Blueberry Geschmack war's. Und dann haben wir noch 2 Red Bulls dazu genommen. Jetzt kommt's. Ich hab jetzt mal kurz die Preise von der Schweiz genannt, Till. Ja, die 20, jo. 20 und 6 für Red Bull. Jetzt, ich hab dort 2 Red Bulls und eine Shisha. Was denkst du, was habe ich bezahlt? Ja, wahrscheinlich etwa 5 Euro oder so. Für alles zusammen. Nein. Du darfst nochmal raten. Ist zwar dem auch höher. Du darfst nochmal raten. Bitte raten Sie es. Die Telefonleitungen sind an. Wow, Junge. Feuerspeiende Scheiße hier. Sogar mehrere. Okay, ich bin weg. Nee, was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt nochmal einen Tipp abgeben musst? Ich kann dir sagen, das war mehr als 5 Euro. So viel sage ich dir. 30? Nee, 12,50. Okay. Ich löse auf. Shisha? 20 Euro. War doch schön. Red Bull? Pro Person 5 Euro. Dann wären wir aber 30. Dann gibt es noch Parkplatzgebühr, beziehungsweise Sitzplatzgebühr. Genau. Für die Aussicht 4,50 Euro pro Person. Ja. Und es da. Gibt und sowas. Da hast du gemerkt, das war wieder sowas, wo sie das Geld aus der Tasche gezogen haben. Als ich die Quittung wollte. Hat er mir nur eine Quittung mit der Totalsumme gegeben. Nicht, warum ich den Betrag bezahlen muss. Habe ich ihn gefragt, ja, warum ist das so? Because you paid with Apple Pay, so we can't give you the details of receipt. Only the Summe. So, okay, ist gut. Du mich ab. War zwar nice, eben die Shisha, die war super, wirklich geil. Also ich habe das gerne bezahlt. Ich wäre halt gern als Konsument darauf hingewiesen worden,
warum ich jetzt 9 Euro extra bezahlen muss. Ich hätte das gerne irgendwo gelesen. Es ist ja nicht so, dass ich dann weggerannt wäre. Um naja, Gottes Willen, klar. Ich wollte da sein. Wir sind ja keine anderen Länder oder andere Kollegen. Es gibt andere Stories bei mir auf jeden Fall. Ich bin nicht so, oh Gott, oh nein, da muss ich extra bezahlen. Ah, ich gehe weg. Nee, das war ja nichts. Ich habe mich ja bewusst entschieden, als ich den Preis der Shisha gesehen habe, weil ich weiß, es gibt da günstige für 10 und 57, dass ich jetzt hier sein möchte. Und ich habe mir gesagt, mir ist scheißegal, wie teuer der Abend wird, natürlich im vernünftigen Rahmen, aber es war der letzte Abend. Ich hatte nicht die Absicht, jetzt hier noch zu sparen, weil was bringt mir der Euro in der Schweiz? Gar nichts. So. Das war ja nicht meine Absicht. Ich wäre einfach gerne dran fliegen gewesen worden. Junge, ich bin an einem Wasserfall. Huch, geil. Nice. Ja, da hinten hat's was. Auf jeden Fall, eben, ich wäre einfach gerne darauf hingewiesen worden. Ja. Das kommt dann für mich wirklich wie so eine schäbige Abzocke rüber, wenn man das einfach so mal verrechnet und mir nichts sagt. So. Man müsste es eigentlich so machen, ich weiß, klingt wieder doof, aber auch bezüglich der Nachverfolgbarkeit und Co. gibt es ja genügend Systeme, die man irgendwie aufbauen könnte. Zum Beispiel, es gibt bei uns ein Restaurant, dass du hingehst, eine Person weist dir einen Platz zu, da du sitzen darfst und du bestellst per iPad und siehst auch die Preise pipapo. Oh, das ist geil. Das habe ich zum Beispiel in der Sunset Bar in Luzern. Da scanne ich einen QR-Code. Da kannst du eben zwischen mehrere Sachen, Pizza, Burger und so auswählen. Bezahlst direkt mit Trint oder Apple Pay oder Kreditkarte. Und dann kriegst du eine SMS, wann das Essen bereit ist. Ach auf so. Deinen Namen. Ist auch geil. Also. Und du siehst alle Preise. Also es gibt technologisch gesehen diese Möglichkeit. Ich habe es ja auch in Griechenland an einem anderen Ort gehabt. Da habe ich einen QR-Code, weil haben keine Speisekarten gegeben. Das ist auch ein ausgefuchstes System, finde ich. Du gibst keine Speisekarten mehr, weil das Drucken und das Wegwinden ist einfach nur scheiße. Dafür machst du einfach so ein Logo vom Restaurant mit einem QR-Code drauf. Und wenn du den scannst, siehst du alles, was es gibt. Und das ist richtig geil. Das ist Hut ab, also so ein System, nicht schlecht. Da hat man sich ein bisschen Zeit genommen, das Ganze gemacht, habe ich auch gerne bedient. Und es funktioniert sogar ohne Internet. Ich habe es getestet. Ohne? Ohne. Ich habe nur hart zugehört. Ich glaube, ich über den QR-Code dann über das Internet von denen ein. So. Also du musst nicht selber dein Internet. Ach so, cool. Jetzt verstehe ich das. Du loggst dich eigentlich ins WLAN des Restaurants ein und die Standardseite, die dann aufgerufen wird, ist dann so gesehen die Menükarte. So rum. Korrekt. Genau. Oh, also eigentlich ein ausgefuchstes System. Haben zum Beispiel auch Hotels schon seit ein paar Jahren schon. Also. Genau. Aber du musst dir vorstellen, alle sagen immer, Griechenland, die sind arm und so. Ja, die sind vielleicht arm. Aber wenn ich in jedem Schrott, also sagen wir mal nicht Schrottladen, sondern in jedem Laden, wo es gefälschte Nikes und Adidas gibt, mit Karte bezahlen kann und dann noch kontaktlos mit Apple Pay, also dann sind sie vielleicht arm, aber haben Technologien wie sie hier in Zentraleuropa jeden Tag nutzen. Also so ist es nicht. Gut, so zurückgeblieben sind sie dann nicht. Gut, das Ding ist halt wahrscheinlich eher, weil sie so Sachen nutzen, ist eben genau der Grund, dass sie halt nicht so, wie soll ich sagen, solche große Systeme haben können und eher auf kleinere gehen. Heutzutage kannst du ja für 40 Euro oder 40 Franken so einen Kontaktlos-Kartenleser machen, der über dein Handy, wenn du Multi-Device-SIM hast, umso besser, der über ein Handy-Mobilfunk das ganze Kassensystem regelt. Und du musst nicht mal über Mobilfunk gehen. Das funktioniert mittlerweile auch per Bluetooth. Also so ein Gerät, das per Bluetooth dann mit der App gekoppelt ist, an deinem Smartphone als Beispiel. Also das funktioniert auch so. Du musst nicht Multisim und Co. haben. Okay, dann habe ich auch wieder was gelernt. Aber siehst du, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt tonnenweise gefühlt.
Und wir Schweizer, wir sind einfach sehr beschränkt. Ich hab's so nicht. Also, klar, ich bin dankbar, wirklich. Also, es soll jetzt nicht sich so anhören. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich da hier aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin. Aber, ja. Sobald man ein bisschen mehr von der Welt sieht, dann denkt man sich einfach nur so: Ach, wie kann das sein? Eben, es wird immer propagiert, ah, Schweiz Number One, das beste Land und keine Ahnung. Nee, Amerika, was. Amerika ist es, ja. Ja, ja, aber auch wir Schweizer immer so ein bisschen Nationalstolz. Ja, ja, wir in der Schweiz, wir haben es gut, wir haben einen sehr hohen Standard. Ja, ja, einen Standard der Vollidioten haben wir. Also jetzt wirklich mit Abstand, also, ja. Anyway. Man hat halt einen Standard erfüllt oder gemacht, mal so von Leuten, man muss nicht wirklich was können, man kann einfach Geld beziehen, so gesehen. Aber genau. Ich spreche nichts Deutsch, keine gute Deutsch, nicht arbeiten hier. Okay, du kriegst 4000. Was, hast du noch ein Leasing-Auto? Was für ein Ding? BMW M5? Ja, bezahlen wir dir, natürlich, sicher. Dafür lernst du aber Deutsch, ne? Auch wenn es 20 Jahre geht, kein Problem, wir bezahlen dir das. Wir sind die Schweiz, wir machen das, wir haben die Kohle. So sieht's aus, also. Ja, leider Gottes. Aber dafür bin ich auch dankbar, ehrlich gesagt, dafür, ne, dass wir sowas ja, dass wir einen Sozialstaat haben, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es müsste aber generell anders verteilt sein, es müsste nicht. Weißt du, zum Beispiel, ich nehme mal so ein ganz kleines Beispiel, die Krankenkasse. Das ist ja super duper, dass wir das haben. Aber die Verteilung an sich, das kann ja nicht sein, dass jemand, der, ich sage jetzt mal, 100.000 ist schon fast zu wenig im Jahr. Jemand, der 80.000 oder 60 bis 80.000 im Jahr verdient, muss gleich viel bezahlen, wenn jemand 1 Million im Jahr verdient. Also das geht für mich nicht auf. Das muss doch irgendwie ein prozentualer Wert sein oder so. Ja, und vor allem, wer verursacht denn die hohen Kosten? Der Arme kann sich's ja nicht leisten. Der Reiche, der kann wegen jedem Wehwehchen, wegen jedem kaputten Muskel kann der sich das leisten. Also, klingt vielleicht jetzt ein bisschen banal. Ja, die Reichen sind schlecht, die Reichen sind böse. Nein, nicht. Aber rein von der Überlegung her. Ich meine, gehe ich zum Zahnarzt zu einer Zahnreinigung, wenn ich keine Kohle habe? Nein. Ich lasse mir doch zum Beispiel auch gewisse Muttermale. Gibt's hier Wasserfallschaden? Nein, im Wasser nicht. Ich lasse mir doch auch zum Beispiel gewisse Muttermale entfernen, wenn ich ja das genötige Kleingeld dazu habe. Und nicht wenn ich es nicht. Ich habe, dass ich es dann tue. Erst die meisten, was beim Gesundheitssystem sehr banal ist, ist zum Beispiel: Ach, es ist noch nicht ganz so bösartig. Ja, sie haben nicht so viel Geld. Da müssen wir es noch nicht machen. Es ist schon gut. Aber dann, wenn es ums Moralische geht, dass er fast sterben könnte. Okay, jetzt müssen wir. Jetzt haben wir keine Wahl. Auch wenn es viel kostet, wir müssen. Das regt mich gewaltig auf. Wenn du zum Beispiel schon weißt, jemand hat eine Herzkrankheit. Ach ja, ist ja jetzt noch nicht so schlimm, nichts passiert. Müssen wir nichts unternehmen. Wenn es dann aber wirklich schlimm wird, auch wenn der Typ dann keine Kohle hat, dann ist man dann verpflichtet, das zu machen. Ja. Dann geht es mit den Gesundheitskosten. Ja gut, nur du zahlst ja in dem Sinne irgendwann, ich weiß nicht, Selbstbehalt oder so. Horrende Kosten, damit du überhaupt atmen darfst. Warum? Du bist ja grundsätzlich je nachdem versichert. Also so ist es ja nicht. Ja, aber plus minus. Bis zu einer gewissen Behandlungssumme ist es abgedeckt. Und die ganzen wichtigen Behandlungen für schwerwiegende Krankheiten, die übersprengen das Budget locker flockig. Ja, das sind halt neu. Man hat in der letzten Zeit generell halt, weißt du, neue Behandlungen oder neue Behandlungen, die noch nicht wirklich erprobt sind, die sind natürlich arschteuer, ne? Ja, oder man hält sie einfach künstlich teuer. Das gibt's auch. Es gibt ja niemanden, es gibt ja keine. Wenn du zum Beispiel ein Patent auf ein Medikament hast, es gibt ja keine Konkurrenz dafür, dann kannst du den Preis bestimmen. Und dann kannst du, egal welche Wettbewerbskommission kommt, da kannst du argumentieren des Grauens.
warum der Preis jetzt berechtigt ist. Die können nichts machen. Die haben ja keine Gegenofferte. Ja. Die können sie auch nicht einholen, weil du